Ja, hi. Zweites Video von heute. Ich habe vorhin ein Video angefangen. Sekunde, ich muss das verkleinern. Und da habe ich das Thema Arbeit schon angesprochen, aber ich möchte weitergehen und das auch konkretisieren. Grob zusammengefasst. Ich glaube, bei 7 Milliarden Menschen, die heute auf diesem Planeten leben, und es kommt täglich mehr dazu, dass wir neue Wege gehen müssen. Gesellschaftlich, alle auf der ganzen Welt. Es kann nicht sein, dass der technologische Fortschritt, der uns alle betrifft, dass das ignoriert wird. Ich glaube, wenn wir als Einheit, als Menschen, die das Internet nutzen, wenn wir irgendwie das zusammen hinbekommen, Kleinigkeiten zu verändern zum Wohle aller, auf der einen Seite müssen Strukturen verhindert werden, wo Ausbeutung alltäglich ist. Ich rede nicht nur von der dritten Welt, sondern auch hier in Europa, in Deutschland. Konkret im Beispiel Deutschlands, am Beispiel Deutschlands. Es gibt zu viele prekäre Arbeit in diesem Land. Wir sind das reichste Land der Welt. Also unter den Top 3 sind wir. Ja, gemessen an unserer Bevölkerung, also gemessen an unserer Bevölkerungsgröße, sind wir das reichste Land. Ja, bei uns leben knapp 81 Millionen Menschen und was wir an Geldern zur Verfügung haben, das ist unglaublich. Ja, letzte Zahlen, die ich gelesen habe, waren 5 Billionen, haben die Deutschen gespart. Demgegenüber stehen 2,3 Billionen Staatsschulden. Das heißt, wir sind ein positives Land in allen Bereichen wirtschaftlich betrachtet. Aber natürlich, klar, vieles ist davon auch theoretisches Geld, das muss man dazu sagen. Ja, Geld ist ja auch nur etwas, was einen Wert besitzt, solange alle sich dran halten. Ja, am Ende des Tages ist, jetzt zum Beispiel der 500-Euro-Schein wird abgeschafft, am Ende des Tages ist ein Schein ein Schein. Der Wert, der wird nur durch die Allgemeinheit gültig und weil wir konsumieren. Und das ist sowieso ein Riesenproblem. Wie lange soll dieser Konsum noch funktionieren? Die nächsten 1000 Jahre und was dann? Ja, die Menschheit existiert auf unserem Planeten gemessen so knapp 20.000 Jahre. Das ist nichts im Verhältnis zu dem, wie alt das Universum ist, im Verhältnis zu dem, wie alt der Planet ist, etc., etc., etc. Nein, ganz konkret, ich versuche es so schnell und klar wie möglich auszudrücken. Ich will kürzere Videos drehen. Arbeit. Das ist das Thema. Arbeit, 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 Arbeit. Ich arbeite seit 11 Jahren nicht. Ich rühre keinen Finger. Nicht einen. Ich bin zu dick geworden. Ich habe mein Leben, ja, der Freizeit gewidmet, wenn man so will. Auf der einen Seite bin ich glücklich darüber, weil ich sagen kann, ja, ich habe mich nicht kaputt gearbeitet. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen heranzukommen. Ich habe mich nicht kaputt gearbeitet. Aber auf der anderen Seite bin ich auch zu schwerfällig geworden, in jeder Hinsicht. Ich müsste viel mehr leisten in meinem Leben. Ich würde mehr leisten in meinem Leben. Ich glaube daran, dass ein glückliches, ein zufriedenes Leben sich nicht nur daran misst, wie viel Geld man verdient hat, wie fleißig man war. Auch Familie ist wichtig und Kinder und Frau und Glück. Ich habe ein kleines Glück in meinem Leben gehabt, ja, eine schöne Liebe. Vorbei, Geschichte, ever. Ist nicht relevant eigentlich für das Thema Arbeit, aber es soll einen Kern ausdrücken. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Immer. Meine 11-jährige Faulheit kann man auch Hartz-IV-Faulheit nennen. Als Hartz IV eingeführt wurde, hat man mich alimentiert. Man hat gesagt, hier, Franz, brauchst nie wieder arbeiten. Ich habe das angenommen. Alles Positive, was ich in meiner Freizeit getan habe, das ist weniger als möglich gewesen wäre, aber auch genug, dass ich sagen kann, ja, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Denn wäre ich glücklich, hätte ich jetzt 11 Jahre lang als Callcenter-Agent gearbeitet. Das war der einzige Beruf, den ich mal gemacht habe. Ich hätte vielleicht auch mit viel, viel Wille und Glück eine Ausbildung machen können.
Ist mir nicht gelungen, aber selbst da habe ich keine Garantie, hätte ich keine Garantie gehabt auf Arbeit. Ich hätte mal versuchen können, nochmal, oder viel besser, als ich noch in der Schule war, Richtung Abitur zu gehen. Aber ein Studium war damals schon sehr unwahrscheinlich durch meine kindheitsbedingte Leserechtschreibschwäche, dass ich gewisse Dinge einfach nicht perfekt schreiben konnte. Und Orthographie ist nun mal wichtig in jeder Klausur. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe oft und früh erkannt, dass ich gerne rede, kommuniziere, mich über Politik unterhalte, über Wirtschaft, über diese schönen Themen, die in den Nachrichten täglich kommen. Aber ich habe nie das soziale Umfeld kennengelernt, in dem ich hätte wachsen können. Auch mein Versagen, alles richtig, ja, alles meine Baustelle und dass ich zu fett bin, das ist auch meine Baustelle. Ich hasse das ganze Konsumleben. Ich würde es abschaffen. Ich schwöre euch, ich würde es abschaffen. Dann sagt man, ja, Wille, du kannst dich doch bewegen, du kannst doch machen, du kannst doch das, das, das. Nein, kann man nicht. Denn es gibt kein hehres Ziel mehr. Es ist nicht wie früher, dass es ein hehres Ziel gab oder wie in allen Fantasy-Geschichten, die wir alle lieben, Game of Thrones und Star Wars. Das sind alles Fantasien, die so unglaublich groß sind. Da gibt es Ehre, da gibt es Glück, da gibt es Erfüllung und auch Pflicht und Treue. Aber das ist doch alles in unserem jetzigen, realen deutschen Alltag, europäischen, weltweiten Alltag, ist das doch alles tot. Das gibt es nicht mehr. Es gibt mich, der übergewichtig ist, ich, der Unzufriedene, ich, aber auch gleichzeitig derjenige, der sagt, arbeiten in Deutschland oder hier in Europa für die Sklavenindustrien ist auch ein Fehler. Es ist nicht perfekt, was ich habe. Ich habe wenig Geld, aber ich komme gut zurecht, ich kann existieren. Aber am Ende des Tages ist meine Erkenntnis auch, ja, es geht am Ende doch für, wenn wir die 7 Milliarden als reine Masse betrachten, diese 7 Milliarden Menschen, die heute leben, haben keinen Namen, sind Nummern. Dann geht es doch für jede Nummer nur um die reine Existenz. Da kann mir keiner was anderes erklären. Wenn wir den Mikrokosmos beleuchten, ja, da gibt es einen Namen, da gibt es eine Familie, da gibt es Gefühle. Aber die große Masse, 7 Milliarden, was machen die Politiker mit uns? 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland. Haben wir irgendwas zu entscheiden? Nein, haben wir nicht. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Da sagen die Politiker, wir haben es da nicht einzumischen. Der Wähler wird nicht befragt. Es ist genug. Es ist sogar so schlimm. Es kommt eine AfD in Deutschland auf. Alle heulen rum und keiner ändert was. Die SPD, eine große Volkspartei, akzeptiert seit 10 Jahren, dass sie jetzt unter 20% gelandet ist. Das ist unglaublich. Man muss sich das mal den Leuten vor 20 Jahren sagen. Leute, hört mal zu, Herr Schröder und Co. Die SPD wird mal bei 20% landen. Die werden explodiert, das hätte keiner geglaubt. Jetzt ein Gabriel, der beim nächsten höchstwahrscheinlich der Kanzlerkandidat sein wird, die akzeptieren das alle in Deutschland. Niemand interessiert es. Es geht nur um Posten. Es geht um die eigene reine Existenz. Ich gebe es zu. Ich bin Franz Bremer. Ich bekomme seit es Hartz IV gibt Hartz IV. Und ich habe die reine Existenz gelebt. Ich bin dadurch viel zu dick geworden. Das bereue ich. Ich wünschte, ich könnte es ändern. Mir fehlt die Motivation im Sinne von Gemeinschaftlichkeit. Das gibt es alles nicht mehr. Jemand wie ich, Hartz IV, das sind 400 Euro aktuell, früher waren es noch ein bisschen weniger. Damit fällt es einem schwer zu sagen, man fehlt viel. Ich kann doch nur in dem sozialen Milieu existieren, in dem ich mit meinem Geld klarkomme. Geld im Monat definiert soziales Milieu. Ich kann mir einbilden, intelligent zu sein. Ich kann mir einbilden, dass ich ja, mich für Nachrichten und Politik interessiere. Ich gehöre zu diesen 1,2% aller Hartz-IV-Empfänger, wo man glaubt, die schauen sich mal eine Talkshow an mit politischen Inhalten. Ja, aber das nützt mir doch alles nichts. Wir sind keine Gemeinschaft, wir sind keine Freunde. Auch unter Arbeitern sehe ich das. Menschen, die arbeiten für 1.000 Euro netto, für 1.500 Euro netto. Da gibt es auch nicht so viel Solidarität, wie man meint. Am Ende des Tages geht es für uns alle um unsere eigene, reine Existenz. Das ist eine nüchterne Analyse, die ich getroffen habe, und das ist die Wahrheit. Und auf dieser Grundlage könnte mir was ändern. Man könnte Menschen wie mich zwingen zu arbeiten, bis ich tot umfalle.
weil ich ja nur vom Staat, vom Busen, von den Steuern gelebt hätte, könnte man sagen. Aber ist das die Wahrheit? Geht es nur um meine lächerliche 400 Euro, weil ich sie dadurch benutzt habe, um zu existieren? Nein, ich hätte so oder so existiert, ob es dieses Hartz IV gegeben hätte oder nicht. Aber man hätte mich vielleicht gezwungen zu einem Job, den ich nicht machen will. So wie jetzt, und das ist meine These, 20 Millionen, also die Hälfte, 40 Millionen ungefähr arbeiten, die Hälfte ist nach allen Statistiken immer, sind alle unzufrieden. Entweder sind es die Kollegen, es ist der Lohn, es ist das morgens aufstehen, die Schichtarbeit, was auch immer. Es gibt immer Gründe, warum man seine eigene Arbeit hassen tut. Oder es ist der Konsumdruck. Jemand, der es geschafft hat, er fängt mit einem 2000 Euro Gehalt an, arbeitet sich hoch, ist nach 20 Jahren im Bereich von 4 oder 5000 Euro. Super, Applaus, klatschen wir alle. Aber dieser Mensch, Mann, meistens Mann, aber auch Frauen, haben doch Druck. Haus, dann Kinder, Auto, Urlaub. Dann kommt noch der Beauty-Druck mittlerweile. Unglaublich. Ja, ich unrasiert, ich hasse mich dafür, alle Scheiße, ihr habt ja recht. Aber das kommt ja auch noch on top. Alle müssen, keiner darf älter als 40 werden. Das ist sowieso jetzt mittlerweile ein goldenes Gesetz. Es ist ein goldenes Gesetz, wer 40 ist, ist tot, es sei denn Hollywood-Stars. Die werden auch per Mail nicht älter, ne? Das ist ja so, die können gar nicht älter werden. Madonna, 50 Jahre alt geworden, niemals, nicht möglich. Ja, die werden alle nicht älter. Das sind alles unsere super, super, Superstars, die wir da sehen im Fernsehen. Die dürfen das. Die dürfen ein bisschen dicker sein, die können alt werden. Oder ein Steve Jobs, als Milliardär darf er sterben. Das ist alles möglich, aber wir normalen Menschen, wir sind belastend. Wir alle, jeder hasst jeden, ich schwöre. Guckt euch Facebook an, guckt euch Instagram an, guckt euch Twitter an. Jetzt hat von diesem Snapchat gehört, guckt euch alle Portale dieser Welt an. YouTube, mein Video, alle Videos. Die Hälfte findet irgendwas toll, erklärt etwas, die andere Hälfte hasst irgendetwas oder lacht über irgendwas. Die wenigen Prozente, auch die Ehrlichkeit meines Videos, das ist doch alles egal. Ich werde zwei Leute erreichen, die anderen 99 lachen. Aber ich wünsche mir, dass wenigstens die wenigen, die noch ein bisschen da sind, wir müssen alle solche Inhalte posten. Wir gehen ja nicht mehr auf die Straße. Es gibt ja keine Straße mehr. Es gibt keinen Ort mehr, wo wir protestieren können. Weil die Politiker, die lachen über uns. Das ist doch scheiße. Pegida, dass das in Deutschland möglich ist. Ich lache den ganzen Tag, ich weine. Nur noch 3000 habe ich gehört. Ein Witz. AfD, das Phänomen 15%, das ist die einzige Erklärung, ist die der Arschtritt gegen oder für die etablierten Parteien. Wir haben einen Bundestag, 600 Abgeordnete. 630 ungefähr, wegen Übermandaten. Man muss sich das mal vorstellen. Wegen 5 Stimmen, die der Union gefehlt haben, haben die eine große Koalition gebildet, weil die mit den Grünen nicht konnten, wollten, Linken sowieso nicht. Und weil die FDP rausgeflogen ist, muss man sich mir vorstellen, ist doch total geisteskrank. Aber egal. Die nächste Wahl wird katastrophal enden für die jetzige große Koalition. Die werden bestimmt 10-15% an die AfD insgesamt alle verlieren. Und dann wird was passieren, es wird nicht reichen für Schwarz-Grün. Oder ganz knapp könnte es reichen, wir wissen noch nicht. Aber sagen wir mal, es reicht nicht. Es wird dann aber auch nicht reichen für Rot-Rot-Grün. Bedeutet, es wird wieder eine große Koalition geben. Jede Stimme, jeder Protest in Deutschland für die AfD bedeutet am Ende des Tages nur Folgendes. Die Hinterbänkler von CDU, CSU, SPD, Grünen, Linken und dann auch FDP, die höchstwahrscheinlich reinkommen werden, alle Hinterbänkler, alle Personen, die keiner kennt, von den 633 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Wer kennt da mehr als 20? Keiner. Nicht mal die Mitglieder des Bundestages selber kennen sich alle untereinander. Beweist doch nur, jede Stimme für die AfD bedeutet, keiner wird mit denen koalieren. 100 ziehen ein bei der nächsten Wahl. 100 AfD-Abgeordnete. Das heißt, diese 100 Menschen haben 4 Jahre lang knapp 7000 Euro Geld zur Verfügung, plus ihre Aufwendungen für ihr Büro. Ne? So 12.000, 13.000. 4 Jahre lang, das erreicht man mit dem Protest. Auf der einen Seite kann man das gut finden, die Hinterbänkler der etablierten Parteien kriegen alle einen Arschtritt, eine Watsche in die Fresse, nach dem Motto, verpiss dich, kein Mensch kennt dich, du hast deinen Job quitt. Du warst 4 Jahre im Bundestag, hast deinen Arsch platt gesessen und das genau mache ich ja auch, seit 11 Jahren.
Ich bekomme leider Hartz IV. Ich bekomme keine Diät von 7.000 Euro. Aber de facto habe ich doch das Gleiche getan wie ein Politiker, der in der hinteren Ecke im Deutschen Bundestag sitzt. Was hat diese Person geleistet? Gar nichts. Nichts. Und das ist das Schöne. Kein Politiker kann mir widersprechen. Ich habe in diesem Punkt die Allgemeinweisheit. In Deutschland ist es nämlich so, es gibt keine Mindestqualifikation, um Politiker zu werden. Wer wahlberechtigt ist, ist auch wählbar. Bedeutet, Sie, ich, wir alle, wir können antreten, theoretisch, für den Deutschen Bundestag und uns wählen lassen. Wird nie geschehen, zu 99%. Oder 99,9%. Ein paar kommen ja rein. Beziehungen, Knüngeleien, Glück, whatever. Aber das ist doch die Quintessenz. Wenn doch die reine Leistung eines Hinterbänklers, bei der Großen Koalition aktuell als Beispiel, da reicht ja immer die qualifizierte Mehrheit für Gesetze. Da braucht man so gut wie nie ein Zweidrittelmehrheit. Haben sie auch knapp, glaube ich nicht. Egal. Aber so gut wie alle Gesetze, die die Große Koalition beschließt, was der Bund beschließen kann, werden umgesetzt, werden den Bundestag verlassen und am Ende beschieden. Die Opposition kann dagegen reden, interessiert niemanden. Die Opposition, aktuell, aber auch früher, es war schon immer so, es reicht nicht auf 50 plus eine Stimme. Wie bei Aktienmehrheiten, es ist so, 50 plus eine Stimme reicht immer. Dann haben die anderen 49% Pech gehabt. Sie können weinen den ganzen Tag, sie können heulen, sie haben Pech gehabt. So ist das nun mal in der Demokratie. 50 plus eine Stimme entscheidet. Aktuell haben wir im Bundestag die Verhältnisse noch krasser, dass 70% gegenüber 30% entscheiden. Und das ist okay, weil so war das ja auch mal, die kriegen sich ja, die sind ja alle sowieso mittlerweile, das ist doch die große Kritik, die sind sich ja alle sowieso gleich. Die sitzen da alle im Bundestag. Es gibt kluge Leute. Ja, auch von den Linken habe ich oft welche zitiert. Wagenknecht, Kipping, finde ich klasse Leute. Bei den Grünen war auch immer richtig was los. Der Hofreiter, ja, ein ganz feiner Kerl. Der Özdemir, super. Bei der SPD, Opa, man kann man eigentlich nicht über... Es gibt viele Leute, über die man positiv reden. Selbst die Merkel habe ich bewundert für ihre Flüchtlingspolitik. Das heißt, das ist alles mittlerweile... Wir sind alle, wir mögen uns alles. Könnte man, glaube ich, alles positiv zusammenfassen. Aber substanziell passiert doch nichts. Man muss doch aufrütteln. Man muss doch sagen, es ist doch scheiße, wie es läuft. Und aktuell ist es scheiße. Es gibt Menschen wie mich, die alimentiert werden. Das sind ungefähr diese 1 Million hartnäckigen Langzeitarbeitslosen. Die hat man komplett ignoriert, vergessen. Man bezahlt sie und sagt, die sind leise, die sind still, wunderbar. Und das stimmt. Wir solidarisieren uns untereinander nicht. Die 1 Million Langzeitarbeitslosen, die sind keine Freunde, das ist keine Clique, das ist keine Community, da ist gar nichts. Der eine hat sein Alk, ich habe mein Futtern, der andere hat seine Zigaretten, der nächste hat keine Ahnung, Depressionen, ist egal. Wir sind keine Freunde, wir sind keine Geschwister, wir sind gar nichts. Und das gilt auch für die Leute, die in prekären Jobs arbeiten. Ich habe noch nie gehört, dass es eine 400-Euro-Party gibt, wo alle sagen, boah, geil, hey, Kumpel, drück mal hier, gib mal 5, gib mal da, wir sind voll die Brothers, wir sind voll die Sisters. Ne? Das passiert auch nicht bei den Leuten, die einen 400-Euro-Job haben. Geschweige bei den Leuten, die 1.000 Euro netto nach Hause bringen. Es gibt da keine Solidarität, kein so, boah, wir sind voll dein Wir-Gefühl. Gibt es nicht. Ja, friss oder stirb, so heißt die Antwort oft in Deutschland. Ja, jeder muss arbeiten gehen. Wie ich das schon höre von diesen scheiß Politikern. Ich krieg da jedes Mal das Kotzen. Letztes Mal bei Maybrit Illner. Riester-Rente. Ich hab's nie gemacht. Hey, gut. Jetzt haben wir gehört, es gibt angeblich 18 Millionen Verträge. Ein Drittel ungefähr soll davon nicht mehr bezahlt werden. Okay, ein paar zahlen da höchstwahrscheinlich noch ein. Lustig ist, diejenigen, die es betreffen würde mit ihrer gering zu erwartenden Rente, die machen das nicht. Okay, dann wird auch diskutiert und das Riesenthema ist ja auch, die Politik macht das ja nicht anders. Man hat ja immer gesagt, du musst es schaffen in deinem Leben, am Ende deines Lebens, und da musst du korrigieren, über den Grundsicherungsbeitrag zu kommen. Weil dann wird dir ja deine private Altersvorsorge nicht angerechnet. Aber das muss man sich mal vorstellen. Und das regt mich auf. Deshalb dieses Video. Maybrit Illner zeigt das voll seriös. Ein Mensch, der im Jahre 2030 in Rente geht, hat 37 Jahre im Durchschnitt gearbeitet, oder hat 37 Jahre gearbeitet und im Durchschnitt 2.900 brutto verdient.
Ne? 2,9 brutto. Wow, was für ein Gehalt. Ne? Also ich glaube, 2/3 der Bevölkerung hat nicht so viel Geld. 2,9 brutto. Selbst wenn wir mal, wenn wir das ganz negativ berechnen, ja, der hatte 1,6, 1,7 hatte der netto. Das ist voll an Leben. Ich habe 400. Ja, als Single, wow, ich, Wahnsinn. Also höchstwahrscheinlich hat er Familie, keine Ahnung. Aber das wäre auch nur ein Beispiel. Ne? 1,7 netto, da würden viele Morde begehen für. Okay, hingestellt. Jetzt kommt das Allerbeste. Jemand, der so eine Kohle verdient hat, wird im Jahre 2030, weil dann ist der Rentenbeitrag, das Rentenniveau auf 43% gesunken, der wird eine Netto-Rente von 880 Euro bekommen. Dann kann er noch Krankenkasse zahlen, dann kann er noch ein paar Steuern abdrücken und er darf zum Grundsicherungsamt rennen. Genau wie ich. Ich habe keine 5 Minuten in meinem Leben gearbeitet. Ich bekomme dasselbe wie er. Wenn ich 70 bin, wahrscheinlich 65, 67, keine Ahnung, was das Alter sein wird, wenn ich in Rente muss. Ne? Dasselbe. Und das droht ungefähr der Hälfte der Bevölkerung. Mindestens der Hälfte der Bevölkerung droht Grundsicherung. Da kann man doch gleich sagen, wir führen ein Grundeinkommen ein, wo alle einen Tausender kriegen, es wäre fairer. Dann hört man ja immer die Heuler. Ne? Oh, die haben ja nie gearbeitet. Wer nicht arbeitet, soll das auch nicht bekommen. Wo leben wir denn hier? Was soll die Scheiße? Ja, es gäbe doch nur zwei Konsequenzen. Wer nicht arbeitet, wird erschossen. Beziehungsweise, wer arbeitet, aber am Ende zu wenig Geld hat und trotzdem Grundsicherung bekommt, also sprich die Hälfte der Bevölkerung, wird auch erschossen. Ja, versteht ihr? Das ist doch das Riesenproblem. Wir werden verarscht von denjenigen, ja, ich koste dem Staat ein bisschen Geld, stimmt. Aber wir werden nicht von mir verarscht. Die lächerliche Summe gegenüber 2,3 Billionen, die der Staat verschuldet ist. Nein, nein, das ist genau wie das Verhältnis zwischen wie lange existiert die Menschheit und wie alt ist das Universum. Das ist die gleiche Kohärenz. Aber spannend wird ja Folgendes. Die Reichen, die Milliardäre, immer mehr, Multimillionäre. Ja, da hört man ja immer wieder. Ja, die verdoppeln fast alle 2-3 Jahre ihr Vermögen. Wie geht das? Ganz einfach, das geht daher, dass sie ihr Geld immer mehr horten können. Sie verlieren ja nichts. Jemand, der super reich ist, der verliert sein Vermögen nicht. Finanzkrise hin, Finanzkrise her. Man besitzt ja Anteile, man besitzt Stimmrechte, man besitzt Dinge, die Wert haben, auch vielleicht auch Einfluss. Das sind alles Dinge, die uns immer, also diejenigen, die das betrifft, immer reicher machen lässt. Und diejenigen, die nichts haben, die nichts sparen können, nichts anlegen können, nichts ihr Vermögen vermehren können. Aktuell haben wir eine Nullzinspolitik. Kein normaler Mensch, der jetzt arbeiten geht, 45 Jahre lang, und sagen wir mal 100 Euro abdrückt jeden Monat, und dann mit inflationsangepasst dann irgendwann immer mehr, ne, dass es immer schön hohe Kaufkraft hat. Diese Person wird kein Vermögen aufbauen können. Der theoretische Rentner im Jahre 2030 mit den 2,9 brutto, der wird es nicht schaffen, so viel Geld beiseite zu legen, dass er auf den 880 Euro so viel Geld bekommt, dass er davon leben kann. Ja, klar, wenn diese Person es geschafft hat, ein Eigenheim zu finanzieren, sie zahlt keine Miete, zahlt dann höchstwahrscheinlich nur für Strom, Heizung, aber auch das ist nicht günstig. Ja, zahlt aber auch, wie es so ist bei Immobilienbesitzern, Grunderwerbsteuer und sowas alles, ne? Und Müllabfuhr. Also es gibt da auch noch andere Kosten. Es ist nicht so, dass die Leute dann gar keine Kosten haben. Die haben auch Kosten. Obwohl sie dann in Rente sind, haben sie zwar nicht die Mietkosten, aber sie haben Kosten. Und der Staat konnte dagegen viel unternehmen. Beispiel, es gab ja letztes Jahr diese 1 Million Flüchtlinge. Ein schönes Beispiel, ein wunderbares Beispiel. Dafür, dass Politiker uns den ganzen Tag verarschen. Es gibt unglaublich viele Berichte darüber, ich erinnere mich noch, wo alle gesagt haben, ja, jetzt brauchen wir Wohnraum. So viele Flüchtlinge. Ja, wir wollen nicht, dass die jetzt in diesen Städten dann, dass es da zu viele Ghettobildungen, bla 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 bla. Alles Bullshit. Nachdem Österreich und die anderen Staaten, Slowenien und Mazedonien, als nachdem die alle ihre Grenzen dazugemacht haben und jetzt de facto kommen so gut wie gar keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland, alle Pläne, die in den Schubladen waren, sind ja davon ausgegangen, dass die Flüchtlingswelle so 3-4 Jahre anhält. Und jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen, 750.000 Menschen kommen. So dass wir sagen, nach 5 Jahren haben wir so knapp 3 Millionen Flüchtlinge. Wenn man von diesen Plänen ausgegangen ist, ja, braucht man mehr Wohnraum. Auch sozialen Wohnungsbau. Logisch, macht Sinn. Es gibt nicht genug Wohnungen.
Aber jetzt kommen die ja nicht mehr. Es ist nur diese Million da. Und dann geht er natürlich sehr positiv davon aus in seinen anderen Lesen, dass man sagt, ja, ja, die Hälfte davon geht ja eh irgendwann wieder zurück. Das heißt, wir haben nur noch eine halbe Million, die vielleicht bleibt. Und das schaffen wir auch mit den Wohnungen, die jetzt da sind. Ist doch logisch. Diejenigen, die Vermieter, die haben doch null Interesse daran, dass neue Wohnungen gebaut werden. Nicht ein Vermieter hat Interesse daran, in einer boomenden Stadt wie Düsseldorf, München, Hamburg, Köln, da hat doch nicht ein Vermieter, der heute dort, sagen wir mal, 10 Wohnungen sein eigen nennt, der hat doch kein Interesse daran, dass jetzt 10 neue Wohnungen nebenan entstehen. Vom Staat subventioniert, da hat er doch null Interesse daran. Das drückt doch nur seine Miete, beziehungsweise verhindert, dass er seine Miete steigern kann in Zukunft. Ergo will er das nicht. Macht ja Sinn. Aber das ist doch voll scheiße. Das muss geändert werden. Es muss geändert werden. Diese Ungerechtigkeit. Jeder hat das Recht auf Wohnraum. Jeder hat das Recht dann auf das Existenzminimum. Diejenigen, die sagen, ein Grundeinkommen für alle würde fast alle Probleme lösen, haben aus meiner Sicht recht. Nicht, weil ich jetzt selber schon 11 Jahre ein gewisses Grundeinkommen beziehe. Nein. Aber es ist ja die Wahrheit. Ich finde, niemand sollte gezwungen werden, zu arbeiten in einem Job, der nicht zu ihm passt. Der ein Job ist, in dem er sich nicht entwickeln kann. Dann soll dieser Mensch lieber gemeinnützige Tätigkeiten tun. Ich habe mich auch mehrmals schon angeboten für diese sogenannten 2-Euro-Jobs, wo es darum geht, dass man irgendeine sinnentleerte Tätigkeit vollrichtet, wie, man ist 6 Stunden an einem Einsatzort, muss ungefähr einen Fußballplatz, Größe, ne, so, um die Dimension zu verstehen, der muss man einmal hoch, einmal runter gehen und den Müll einsammeln. Aber nicht überall liegt Müll, sondern nur alle, was ich weiß, 10 Meter. Ist ja klar, dass man dann 5 Stunden lang nichts zu tun hat. Sinnlose Arbeiten. Kann man auch endlos weiter erzählen, alles sinnlos ist. Man heult dann immer, ja, die alten Menschen, die werden nicht mehr betreut, stimmt, sehe ich genauso. Da müsste man noch was machen. Es gab ja mal diesen Vorschlag, die Hartz-IV-Empfänger sollen die alten Menschen betreuen. Ja, die einen haben recht, die sagen, asozial, bringt nichts. Ja, stimmt, viele, wenn sie Alkohol irgendwelche Probleme haben, klar, die würde ich auch nicht an so eine Oma, an Opas Bett setzen. Aber klar, ich meine, Solidarität im Alter, das sollten wir machen, das wäre menschlich. Ja, ich wäre mir dafür nicht zu schade. Für einen Skatabend mit älteren Leuten bin ich dabei. Wird mir nicht angeboten, ich bekomme keinen Zugang. Ich bin wieder da. Ich würde es tun, aber die Quintessenz ist die. Am Ende des Tages geht es um die eigene Scheiß- oder gute Existenz. Es geht um die eigene Existenz. Es geht um das eigene Existieren. Es geht um nichts anderes. Jeder, der mich haten will, bitte, aber euch in eurem Leben ist es doch genauso. Mir kann keiner erzählen, dass es nicht um eure Existenz geht. Ja, mal abgesehen von ein paar Fantasten, ne, und Fatalisten, die sagen, ich muss in den großen Dschihad gehen. Wer ist da? Wer ist da, der sagt, ne, mein Leben ist unwichtig, ich bin unbedeutend. Ja, das große Ganze, das ist für mich wichtig. Ja, es mag so gläubige Menschen geben, aber ganz, ganz wenige. Alle, die sich mit den weltlichen Dingen, YouTube und Internet und Konsum und Online-Diensten interessieren, ne? Wir alle sind doch eine Gruppe. Und uns ist doch das eigene Bedürfnis näher als irgendwelche anderen Dinge. Ja, wir haben doch gar keinen Pathos, wir haben gar keine Leidenschaft für unseren Staat, für unsere Community. Wir haben gar keine Community. Wer hat eine Community? Ja, der Facebook-Gründer Zuckerberg, der hat eine Community. Das ist ja klar, ihm gehört die Scheißfirma. Ja, aber wir haben doch keine Community. Wir haben ein paar Leute, mit denen wir ein paar Gedanken austauschen. Mehr schlecht als recht. Ständig wird man da gedisst. Entweder ist es die Rechtschreibung, ist es, weil du hässlich bist, ist es, weil du eine Frau bist, ein Kerl, was auch immer. Jeder disst jeden. Ich am liebsten Til Schweig. Wunderbar, herrliches Beispiel. Ich höre nichts mehr von seinen Plänen, dass er Flüchtlingsheime bauen will. Herrlich, tolles Thema, ne? Da kann man stundenlang sich drüber aufregen. Es ist doch klar, ich wünsche, dass wir alle mehr diesen Charakter leben würden, ne? Dass wir diese breite, unendliche Internetkommunikation zum was Positiven nutzen. Ich wünschte, ich könnte auch sagen, ja, ich schließe mich den Linken an, die haben recht, oder den Grünen, die haben recht mit ihrer Umwelt. Aber Ende ist es dieselbe Soße. Es ist derselbe
Es ist derselbe Fraß, jeden Tag, es ist derselbe Fraß, wir können nichts dran ändern. Ich würde gerne aufrufen, ich würde gerne noch mehr Leute auf meine Seite ziehen, ich würde gerne sagen, ja, jeder, der für unter 15 Euro die Stunde, um eine politische Botschaft zu senden, jeder, der für unter 15 Euro arbeiten geht, soll aufhören zu arbeiten. Bringt nichts, ist sinnlos. Ist sinnlos. Macht keinen Sinn. Selbst 15 Euro, nach den neuesten Zahlen, wenn Margret Illner recht hat in ihrer Sendung, reichen nicht, um im Alter davon leben zu können. Wir müssen ernsthaft, und jetzt auch ein paar Konsequenzen andeuten, eine Bevölkerung, die aus Hälfte 60-Jähriger besteht. Ich sage ganz ehrlich, in Star Trek war das ein Thema. Da muss man sagen, jemand, der 60 oder 70 geworden ist, ne, der geht in den Kreis seiner Familie, kriegt eine blaue Pille und schlummert ein. Leute, das kann man hart und scheiße und Spasti kann man mich nennen, bitte, aber hallo, ist das so unrealistisch? Jetzt 7 Milliarden Menschen, im Jahre 2100 11 Milliarden Menschen, wie soll das gehen? Wer soll denn die ganzen 60, 70-jährigen Europäer den Arsch wischen? Wer? Das können höchstwahrscheinlich nur die Chinesen, aber die werden auch älter, lustigerweise. Oder die Schwarzafrikaner, deren Bevölkerung wächst und sind immer junge Leute. Ja, also dann ist nichts mehr hier mit weißer Bevölkerung und was auch immer, AfDler oder rechte Parteien in Polen und Ungarn, was sie sich da vorstellen. Das können die auch alles knicken. Das kann doch jeder da knicken, der irgendwie rassistische Gefühle hat. Wie Europäer werden 60, 70-Jährige sein? Über die Hälfte. Im Jahre 2050 ist es soweit. Über die Hälfte ist dann 60. Und älter. Und die andere Hälfte, ja, die wird uns nicht den Arsch abwischen. Entweder macht es ein Roboter, oder wir werden in so eine Lösung eingelegt, ja, wo man einen Schlauch in den Arsch kriegt, ja, und Katheter verpasst, und dann schlummern wir in irgendwelche virtuellen Welten. Wie in Matrix. Auch möglich. Eine Zukunft, weiß ich nicht. Solidarität, wir haben doch Möglichkeiten. Wir können doch Dinge jetzt, wir haben unglaubliche Computer. Das ist mein letzter Appell. Das Video schon wieder leider viel zu lang, tut mir leid. Wir haben unglaubliche Computer, die können Wetterberechnungen machen. Ich habe da Dinge gehört, unglaublich. Ja, Terraflop, Petaflops, da sind Sachen möglich. Es muss doch möglich sein, den Reichtum, den Wohlstand, das alles auf der Welt gerechter zu verteilen. Wir müssen doch einen Weg finden, dass wir sagen, Arbeit ist nicht sinnlos, wie in meinem Fall, dass ich sage, es macht keinen Sinn, weil für eine Rente arbeite ich ja nicht, sondern es muss einen tieferen Spirit geben, dass man arbeitet. Und ne, nicht so wenig, so für Geld, so für etwas, keine Ahnung. Das ist doch kein Spirit, das ist doch keine Lebensaufgabe. Wir müssen dahin kommen, und dafür haben wir doch diese superschnellen Computermodelle, die uns ermöglichen können, doch, dass wir alle Menschen gerecht behandeln irgendwie. Das muss doch möglich sein. Dass wir Bildung flächendeckend anbieten. Eine meiner Ideen ist, dass ich sage, wenn Bildung das so wichtig ist, dann müssen alle Menschen auf dem Niveau eines Abiturienten. Das wird allgemein als intelligent bezeichnet. Oder jemand, der die Reifeprüfung geschafft hat. Das ist so etwas, ein Status, ein Mindeststatus für Klugheit. Da muss man doch sagen, der Staat wird alles dafür tun, dass jeder Mensch auf dieses Niveau gehievt wird. Es wird diejenigen geben, die es nicht schaffen. Genetisch, Faulheit, was auch immer für Mangelgründe existieren mögen, gibt es. Lernrechtschreibschwäche, was auch immer. Klar, sollte es geben. Es gibt eine kleine Gruppe, die wird es nicht schaffen. Um die kümmern wir uns ja auch. Jeder kann was, das behaupte ich. Ich bin mir ganz sicher, jeder Mensch kann was. Und wenn es ist, einen Karton von A nach B zu tragen, jeder Mensch kann irgendetwas. Ich weigere mich zu sagen, es gibt Menschen, die können gar nichts. Gibt es nicht. Jeder Mensch kann irgendwas. Und das können wir doch nutzen. Wir müssen die Dinge einfach nur größer denken, im größeren gesamtsozialen Kontext. Und ein Grundeinkommen wäre da eine Lösung. Jeder hätte eine Sorge weniger, qua Existenz. 1.000 Euro, 1.500 Euro, je nachdem, wie wir das machen mit der Krankenversicherung, würde man sagen, das ist für jeden, das wird ausbezahlt. Als Gegenleistung wird das ganz einfach passieren. Alle Menschen arbeiten jetzt aktuell weiter, man würde einen Stichtag nennen, und dann ist das ganz einfach. Alle Menschen ab 18, sagen wir mal, ja, die einen eigenen, also ne, die erwachsen sind, jeder bekommt seine 1.000, 1.500 Euro. Grundeinkommen. Und wie entsteht das? Ganz einfach. Die Leute, ne, am Ende des Monats überweisen ja die Arbeitgeber ihre Löhne.
Und das wird alles vorher noch, ne, einen Tag vorher, in einen großen Arbeitsfonds gezahlt. So wie der Gesundheitsfonds. Ein Arbeitsfonds. Alles Geld da rein. Auch die Selbstständigen und die Unternehmensgewinne. Alles da rein. Und dann werden alle Menschen bezahlt. Nach zwei, drei oder nach fünf Kategorien. 1.000 Euro bekommt jeder. Und dann, je nach Superleistung im Leben, bekommt man bis zu 5.000 Euro im Monat. Ich schwöre, 5.000 Euro reichen doch für Ärzte. Mir kann kein Arzt erklären, dass er das Recht hat zu sagen, ich will 10.000 haben. Mir hat kein Formel-1-Star das Recht, mir zu erzählen, dass er, weil er im Kreis mit dem Auto fährt, hat er das Recht, 5 Millionen zu verdienen. Hat er kein Recht zu. Ende. Nein. Ich kann ihn doch bewundern dafür, dass er diese Runden fährt im Kreis. Und ich kann ihm 5.000 Euro zahlen. Das reicht doch. Obendrauf können wir natürlich weiterarbeiten. Ne? Man kann zusätzlich Geld verdienen. Das Modell muss natürlich perfekt ausbalanciert sein. Klar. Aber wenn die Kritiker schon sagen, nein, ist nicht möglich. Ja, die aktuelle Marktwirtschaft ist auch nicht möglich. Alle Staaten sind verschuldet. De facto sind fast alle Staaten pleite. Auf der gesamten Welt ist fast jeder Staat pleite. Und somit auch ihre Bevölkerung. Das Problem ist natürlich, durch imaginäre Kredite, Zinsen, ja, was für Zinsen, aber durch irgendwelche Tricksereien, virtuelle Tricksereien, die wir nicht mehr greifen können, ist ja immer wieder Geld da. Und das Vertrauen ist ja auch da. Weil das Vertrauen in die Bargeldreserven da ist und das Vertrauen auf das virtuelle Geld auf dem Konto. Dieses Vertrauen ist da. Ich höre dann immer, ja, dein Modell ist doch scheiße, weil wenn es das Grundeinkommen gibt, geht doch keiner mehr arbeiten. Stimmt doch gar nicht. Natürlich gehen die Leute noch arbeiten. Warum sollen sie nicht arbeiten gehen? Man braucht doch einen Sinn. Man kann das aber nur steuern. Man kann erklären, so habe ich mir das mal vorgestellt in einem Modell, die eine Hälfte der Arbeitszeit, die man investiert, ist eine Zeit, um sich selbst zu verwirklichen, sage ich mal. Jemand, der Künstler sein will oder jemand, der einen Beruf gelernt hat, kann diesen Beruf ausüben. Aber man kann auch, sagen wir mal, es gibt auch Dienste, die die Allgemeinheit benötigt. Ja, Sozialdienste und Parkpflegedienste, ne, die nicht alle von einer einzigen Firma geleistet werden können. Das könnte man verteilen, solche Arbeit. Aber gerecht verteilen. Nicht, jemand muss 20 Stunden arbeiten, jemand nur 2 Stunden. Also, dafür würde es ja Computermodelle geben. Jeder, und mit anderen Worten, wird jeder dort eingesetzt, wo seine Stärken liegen. Ja, wer heute Arzt ist, würde weiterhin Arzt sein. Ja, wer leider nichts gelernt hat, den wird irgendwo eingesetzt, wo er unterstützen kann. Das ist doch positiv. Das könnte doch helfen. Ja, ich wünsche, wir würden alle ein bisschen in diese Richtung tendieren. Denn am Ende, ja, geht es doch darum, dass wir alle ein gutes, zufriedenes Leben geführt haben. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Und ganz ehrlich, ich bin mir über eines im Klaren. Wenn wir uns nicht irgendwie als Gesellschaft solidarisieren, wenn da kein Spirit kommt, dann wird es Konflikte geben. Dann wird es, der Hass wird eines Tages in Gewalt umschlagen. Sei es die Ausländer, sei es die Flüchtlinge, sei es die Reichen, aber das glaube ich eher nicht, aber oder die Ungebildeten oder die Unzufriedenen. Es wird in Gewalt umschlagen. Es wird dann die Leute geben, die sagen, nur der Nationalstaat kann die Lösung sein. Deutschland den Deutschen, Italiener den Italienern und so weiter. Das wird es dann wieder geben. Oder Franzosen, Frankreich den Franzosen. Also das ist die eine Seite, dass es nationalistisch wieder wird in Europa und vielleicht auch in der Welt. Was wiederum zu Konflikten führen kann und Auseinandersetzungen. Oder man findet einen Weg, dass wir solidarisch in der gesamten Menschheit was erreichen. Dass wir da irgendwie hinkommen. Ja, zum Beispiel, man sagt ja immer, ich höre das immer auch als schönes Thema, dass die Bevölkerung zu übergewichtig ist, dass es zu viel Anreize gibt, man ist zu dick und Blutung und die ganzen Kosten. Beispiel Rauchen, jetzt macht man Ekelfotos auf Zigaretten. Man unternimmt fast alles, es ist so schizophren. Der Staat, also die Europäische Union, unternimmt fast alles, um das Rauchen unattraktiv zu machen. Und trotzdem wird es weiterhin erlaubt. Das ist für mich ein kleiner Widerspruch. Ja, weil, wie kann man sagen, dass Rauchen schädlich ist? Rauchen ist negativ, Rauchen ist nicht positiv. Rauchen hat nichts Positives, gar nichts. Aber man erlaubt es weiterhin zu hohen Preisen, auf die man Steuer erhebt, schockiert die Konsumenten mit Schockfotos
und aber lässt es dabei. Sie können trotzdem weiterhin rauchen. Menschen wie ich, die leider dazu neigen, sich nicht viel zu bewegen oder auch zu viel zu essen, man könnte mir Angebote machen, aber nein, man hört dann immer wieder nein. Du kriegst keine Angebote. Du kannst, das ist das Lustige in Deutschland, man glaubt das ja gar nicht. Das ist nicht, ich habe gerne Badminton gespielt. Es gibt keinen öffentlichen Badmintonplatz. Gibt es nicht. Unter freiem Himmel. Es gibt keinen. Ja, ich habe auch Volleyball gespielt. Ja, man könnte sagen, man findet Beachvolleyball, man findet ein paar öffentliche Beachvolleyball- oder Volleyballplätze. Aber da ist niemand. Ich habe gefragt. Spielt keiner. In meinem Milieu. Diejenigen, die diesen Verein spielen, sind zu gut für mich. Ja, wie gesagt, Badmintonplätze gibt es keine. Es gibt keine öffentlichen Squashplätze. Ja, es gibt Fußball. Braucht man auch eine Mannschaft. Ich kann ja schlecht alleine eine Stunde aufs Tor treten. Ja, also schießen. Also, pff. Es sind so Kleinigkeiten. Ne? Ich war mal in der Kur und dort konnte man jeden Tag in eine Turnhalle gehen. In der Kur. In der Kur war ein Paradies. In der Kur konnte ich abnehmen, weil ich einen Ort hatte, wo ich meine Freizeit verbringen konnte mit Sport. In meinem realen Leben kann ich das nicht. Ich kann nicht in irgendeine Halle gehen und dort Sport treiben mit fremden Menschen. Geht nicht. Die Halle ist belegt, entweder für Judo, für Karate, für Tanzen, für rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis. Jeder Verein hat da seine festen Stunden. Aber ich kann nicht an eine Halle an meinem Wohnort gehen und sagen, dort spiele ich jetzt Basketball mit den Leuten, die da sind. Und das jeden Tag geht nicht. Ja, geht nicht. Oder Handball oder was. Nein, das geht nicht. Es gibt keine solchen öffentlichen Sporthallen. Und wenn es welche geben, gibt es viel zu wenige. Schwimmbäder, ja, meistens sind sie weit weg. Und ich sag mal so, die erste halbe Stunde kann man sich motivieren und sagen, man geht alleine schwimmen. Aber die zweite halbe Stunde, die dritte halbe Stunde, ich bin ja kein Supersportler, ich bin ja kein Mike Phelps, ich schwimme ja keine 100 Bahnen. Macht auch keinen Spaß. Genau wie Kino, ich gehe auch nicht mehr ins Kino. Macht keinen Spaß alleine. Es sind einfach so Dinge, und da bin ich nicht alleine, also da sind viele Menschen, die darunter leiden. Es funktioniert nicht, wir sind keine Community. Wir sind eine Internet-Community, aber die ist passiv, die ist online. Da sitze ich vor meiner Tastatur, da sitzt ihr vor euren Tastaturen, vor euren Monitoren oder Tablets. Aber wir sind passiv, wir alle. Die einen schaffen es halt durch den Schlankheits- und Schönheitswahn in Form zu bleiben, die anderen degenerieren, wie ich. Aber am Ende sitzen wir doch alle im selben Boot. Wir könnten uns doch unterstützen, wir können doch gegenseitig uns helfen. Diejenigen, die jetzt schon super schön und attraktiv sind, können die unterstützen, die es halt nicht sind. Aber dann ekeln die sich ja von den unattraktiven Menschen. Und die unattraktiven Menschen mögen die schönen und guten, riechenden Menschen nicht, weil sie halt eingebildet und snobistisch sind. Somit hasst jeder wieder jeden. Ja. Vielleicht gibt es keine Heilung für uns alle. Vielleicht ist es die traurige Erkenntnis wirklich die. Am Ende zählt nur die eigene Existenz. Lebe glücklich, lebe erfolgreich, verschwenderisch, ohne Anstrengung oder mit viel Anstrengung. Jeder nach seiner Fassung. Vielleicht ist genau mein Leben das Leben, was ich lebe. Euer Leben, was ihr lebt. Es gibt keine größere Gemeinsamkeit. Es gibt keinen Spirit. Schade. Dann ist alles, was in Star Wars passiert, Game of Thrones, all großen Serien, dann ist das alles nur Fantasie. Ja. In diesem Sinne, euer Franz Bremer.